Und damit begrüße ich euch zurück zu Assassin's Creed, Leute. Wir sind auf Melos angekommen. Kleine, aber feine Insel, die werden wir in der heutigen Folge abfrühstücken. Hoffe ich zumindest. Wir könnten gleich mal schauen, was wir hier alles machen müssen. Wir sind gerade angekommen, wir werden bestimmt noch ein bisschen was dazu bekommen. Aber sie ist nicht so groß, wie ihr seht. Ist machbar in einer Folge. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir gleich hier unten an. Hafen von Melos. Okay, was wollen wir hier machen? Wenn mein Sohn erst die Agoge geschafft hat, dann haben sie... Hoffen wir, dass mich niemand findet. Ja! Zwei Schätze sollen hier sein. Sehr schön. No, dann schauen wir mal. Hier ist ein Anführer. Okay. Den nehmen wir dann gleich mit. Oh, wir sind in der Festung. Die Festung wollen wir auch gleich machen, weil die brauchen wir sowieso. Problem machen. Wir müssen bloß schauen, dass wir hier den gleich mal nehmen. Sonst haben wir wieder ein Problem, dass die hier 1000 Söldner rufen. Ja, das ist jetzt hier nicht gekommen. Na? Was ist jetzt los? Warum kann ich da meine Fackel nicht nehmen? Oh. Das ist doch wieder scheiße. Ich kann das schon wieder. Also irgendwie. Weiß ich nicht, was mit meinem Gamepad los ist. Das spinnt ein bisschen. Jetzt wollte ich nur noch mal schauen. Einfache Brandpfeile, einfache Pfeile werden zu Brandpfeilen. Was hat der hier? Gar nichts. 20% Gesundheit. Das ist eigentlich besser hier.
Kommt von da drüben! Sparta! Für Sparta! Noch mehr.
noch. Die Gefangenen da hinten. Hilfe! Ich hab nichts getan! Den Rest hier noch alles mit. Ich habe eine Etage höher. Da hinten. Okay, schauen wir dahinter. Ich weiß nicht, warum die Steuerkreuz nach rechts schon wieder nicht geht. Probieren wir schnell was. Na, ich kann sie benutzen. Mei, was ist denn das für ein Scheiß? Mal schnell was testen jetzt. Ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an und genieße die Freiheit. Ah, war ja kein epischer. Ok.
Okay, müssen wir nochmal schauen. Wir brauchen nämlich, oder Legendary brauchen wir. So, was brauchen wir jetzt hier noch? Einen Schatz brauchen wir, glaube ich, noch. Zwei Schätze noch. Ich weiß nicht, warum die Scheiße schon wieder nicht geht. Ich kann keine Waffe mehr wechseln. Warum? Das ist schon wieder nervig. Nein, das gehört nicht dazu. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Jetzt haben wir schon die Eroberungsschlacht. Genau, dann sind wir fertig. Leute, ich glaube, ich werde mal ganz kurz das Spiel neu starten. Speichern wir noch schnell. So. Starten wir mal schnell neu, weil es ist scheiße, wenn hier das Ding nicht geht. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Das hat schon öfters gehabt, in dem Spiel, dass irgendeine Taste nicht funktioniert. Liegt es an meinem Controller? Glaube ich aber nicht, weil sonst wird es sonst könnte ich ja hier im Menü auch nichts machen. Aber es sei Ihnen verziehen, weil so ein großes und geiles Spiel, naja, dass da vielleicht mal ein paar Bugs drin sind, dass da vielleicht mal irgendwas crasht im Hintergrund, nicht so schlimm. Es gibt schlimmere Sachen. Dieses Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch. So, fortsetzen bitte. Ich hoffe mal, dass mein Knopf jetzt wieder geht.
epische Ladezeiten. Leute, habt ihr Platin gemacht in dem Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, weil das ist schon. Da braucht man schon einen langen Atem, glaube ich, um hier Platin zu machen. Jetzt los, schneller, Kim, auf geht's. Okay. So. Und es geht wieder. Alles klar. Hier so eine Kiste, habe ich gesehen. Was hat er jetzt zu sagen? Ich traf Roxana auf Hydria. Sie sagte, wer an der Schlacht von Melos teilnehmen will, sollte mit dir sprechen. Das ist ganz richtig. Ich bin Drakios. Kassandra, ich interessiere mich für diese... Wie hast du sie genannt? Die Schlacht der 100 Hände lockt Krieger aus der gesamten griechischen Welt an. Sie kämpfen um ein hübsches Sümmchen. Allerdings ist der Wettbewerb äußerst tödlich. Nur eine Person kann überleben. Ja, das bin ich halt. Mit Töten verdiene ich meine Drachmen. Diese Schlacht wird nicht anders sein. Für wahr. Du hast das Aussehen einer mythischen Heldin. Zukünftige Generationen werden mir zu Ehren Lieder singen. Wenn du an der Schlacht teilnimmst, hast du eine Chance, dich mit den Besten zu messen. Und weil die Schlacht von den mächtigsten und einflussreichsten Leuten in der griechischen Welt unterstützt wird, wird auch das Preisgeld immer höher. Wenn du damit die Leute meinst, an die ich denke, dann würde ich sie gern treffen und ein Wörtchen mit ihnen reden. In der Tat. Es ist die Art von Leuten, über die ich nie offen sprechen würde. Weißt du, du erinnerst mich an jemanden. Auch ein erbitterter Krieger. Ein Verwandter von dir vielleicht. Meinst du Deimos? Dann steht der Kult hinter dieser Schlacht. Darüber darf ich nicht reden. Nicht mit einer Teilnehmerin. Dann könnten wir vielleicht ein paar Aber Kultisten aufdecken. Aber wenn du die Schlacht der 100 Hände gewinnst, sag ich dir alles, was ich weiß. Ja, dann müssen wir machen, die Quest. Ich will an der Schlacht teilnehmen. Vielleicht kriegen wir einen Hinweis. Das dachte ich mir. Die einzige Regel ist, dass sich jeder Teilnehmer mit einem anderen Teilnehmer vorbereiten und für den anderen bürgen muss. Ich war schon bei Roxana auf Hydria. Ich weiß. Sie wäre auch meine Empfehlung, da sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehört. Bereitet euch zusammen vor. Oh, dann können wir ja doch vielleicht. Dann habe ich mit Sicherheit einen Platz in der Schlacht für dich. Ich bin jetzt bereit. Gewiss. Roxana sagte, die Vorbereitung lief gut. Ah, das haben wir schon gemacht, okay. Triff mich hinter den Stadttoren. Die Schlacht wird bald beginnen. Das war praktisch die Vorbereitung. Ja. Wo ist klar? Ich will jetzt aber schnell schauen, ob wir nicht auf unseren schönen Bogen, auf den 52er Bogen, ob wir dann nicht irgendwas mit Feuer rauflegen können oder wenigstens Gift oder so. Gravieren. Also was haben wir denn? Adrenalin, Rüstung, Pfeile. Einfache Pfeile werden zu Brandpfeilen. Einfache Pfeile werden zu Giftpfeilen. Na komm, ich mach Gift, weil den Brandbogen hätten wir ja schon. Den können wir nämlich switchen, wenn es wäre. Und
Genau. Plus 20% Rüstung. Das sieht doch mal schon mal richtig gut an. Und wir verkaufen jetzt ein bisschen was, würde ich sagen. Aber eher rüstungsmäßig. Hier haben wir auch bestimmt auch noch ein bisschen Zeug. Wir verkaufen eher Rüstung, weil die anderen brauchen wir für Holz. Wäre es hilfreich, wenn ich die ganzen Teile habe und kann mir aber nichts kaufen, wenn ich kein Geld mehr habe. Dann kaufen wir die blauen hier noch. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Auf Verbesserung. Können wir denn hier was verbessern? Wir könnten schon verbessern, bloß es kostet gleich wieder so extrem viel Kohle, Bitch. Irgendwann müssen wir es verbessern. 536. Hilft nicht. Wir müssen es eh verbessern irgendwann. Und wir bessern auch die hier. Okay, dann würde ich sagen, sind wir wieder voll im Spiel. Fertig? Dann auf Wiedersehen. Stattet euch bei Gernadios mit den besten Waffen und Rüsten. Kein Problem, aber durch hier, Bitch. Für die Schlacht der 100 Hände! Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann, sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lass die Schlacht der 100 Hände beginnen! Komm, lass mich gleich gegen den letzten kämpfen. Er ertönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Alle gegeneinander, oder was? Muss ich jetzt hin? Achso, das ist hier so ein Battlefield oder was? Das zweite Signal. Ein Viertel der Teilnehmer ist tot. Dieser Kampf vorbei.
Ja, und jetzt? Die Hälfte der Kämpfer ist bereits gefallen. Lächerlich bist du. Oh, das ist unser Ding. Riecht nach fauligen Eiern. Wir raten, die letzte wird wahrscheinlich dieselbe, mit der wir vorher eine Freundschaft geschlossen haben. Töte alle Anwärter, hab ich doch jetzt. Hier sind noch welche, oder was?
kämpfen mit Obsidianschwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Die arbeiten offenbar zusammen. Es ist fast vorbei. Ich sollte zurück zu Drakios. Die anderen Teilnehmer müssen irgendwo anders sein. Diese Leichen. Welch eine Vergeudung von Leben. Ich habe Roxana nicht unter den Toten gesehen. Sie wird mein letzter Gegner sein wahrscheinlich. Schlachten uns für ein paar Drachmen gegenseitig ab. Aber cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Gibt es einen letzten Herausforderer? Gewiss, den gibt es. Geduld, Cassandra, Geduld. Rede, Drakios. Ist es Roxana? Hat sie überlebt? Der letzte Herausforderer nähert sich. Oh ja. Komm! Der letzte Akt findet im Schatten des Vulkans im Osten statt. Oh, ich will die nicht töten. Die ist eigentlich ganz cool gewesen. Hey, können wir sie bewusst so schlagen und dann auf unser Schiff schmuggeln? Unsere Vorbereitung hat sich wohl gelohnt. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Genug geredet. Unsere Geldgeber wollen einen Sieger. Bringt es zu Ende. Wir können die Waffen niederlegen. Wir müssen nichts beweisen. Das ist unerhört! Roxana, nur eine von euch kann gewinnen und die Schlacht für sich entscheiden. Wir müssen uns nicht umbringen. Denk an das Preisgeld, Roxana! Denk nach! Alles, wovon du je geträumt hast, ist zum Greifen nah! Wir können einfach gehen. Nur eine von euch wird als Legende gehen können. Du wusstest von Anfang an, was auf dem Spiel steht, Cassandra. Tu das nicht. So kurz davor. Genug! Bringt es jetzt zu Ende! Nein. Roxana, wir entscheiden, wie es endet. Nicht er. Ich fange an zu glauben, dass es Wichtigeres gibt als Ruhm und Reichtum. Dann komm mit auf mein Schiff. In der Ägäis warten noch viele Abenteuer auf uns. Du hast recht. Ich komme mit dir. Nein! Ihr müsst die Schlacht beenden. Halt's Maul, Mensch! Es ist vorbei, Drakios. Es ist vorbei, wenn ich es sage. Wache! Könnte ein Kubist sein, ne? Ja.
geil. Hab Dank, Heldin. Dann sehen wir uns auf meinem Schiff? Ja, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wohin der Wind uns führt. Wo immer das ist, erwarten uns Abenteuer. Uns beide. Super. Genau das wollte ich. Man muss ja nicht immer metzeln. Okay, schauen wir mal, Roxana. Oh, und sie ist auch eine Epic. Sehr schön. Sehr schön. So, wir schauen nochmal aufs Inventar und zerlegen den restlichen Scheiße noch. Ah, da haben wir noch Stäbe, die dürfen wir jetzt nicht zerlegen. Mit denen muss ich noch einen Hochleistungsangriff machen. Dann könnten wir nämlich auch dort dann die Quest holen. Ah, die habe ich gar nicht aufgewertet. Scheiße. Denn jetzt überhaupt? Oh, alter Schwede. Rache von Typhons. Wir schauen mal hier rüber. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Denke mal wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Anlegeplatz da drüben. Die Insel schauen wir uns auch noch schnell an. Können wir gar nicht anlegen? Ja, hier wird auch nichts sein, glaube ich. Ja, weiß ich nicht, ich bin schon immer so, dass ich noch auch das kleine Zeug ein bisschen untersuche. Vielleicht kommt ja doch noch eine Überraschung zum Vorschein. Ist ja gleich abgearbeitet und von aus können wir auch porten dann. Obsidiansinseln. Hier ist gar nichts. Ja, hier ist nichts. Okay, hätte sein können. Okay. Dann würde ich sagen, zurück nach Mellos. Und wir haben hier keinen Portpunkt, ich kriege einen Vogel. Oh nö, müssen wir echt drüber fahren? Ach, wenn ich nicht den Portpunkt geholt habe. Okay, hilft nicht. Dann fahren wir mit dem Schiff rüber. Yeah.
Was ist hierher? Sehen wir uns auch gleich den Aussichtspunkt. Schnell zum Schmied und werden unsere Hauptrüstung aufstufen. Der Mondschein. Gut, dann sind wir auch auf 53. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Cut an der Stelle. Und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall diese Insel dann beenden. Genau. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge reingehauen. Ciao, ciao, euer Andi.